Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf, um über mein Spezialgebiet, nämlich Zero Waste, zu sprechen. Zero Waste bedeutet genau umgelegt null Müll. Und ich habe im Jahr 2016 versucht, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Und dieser Müll passt tatsächlich in mein Einmachglas. Es ist circa so groß, es ist nicht das kleinste Glas der Welt. Dankeschön. Aber es ist doch der ganze Restmüll, also all der Müll, der nicht mehr recycelt werden kann, nicht mehr in den Umlauf gebracht werden kann, der 2016 angefallen ist. Ich habe 2014 mit meinem Mann zusammen, bin über eine Dokumentation gestolpert und da waren Bilder wie diese zu sehen. Bilder, die wir kennen, die wir bestimmt schon in Nachrichten, diversen Internetseiten gesehen haben. Aber ich habe sehr viel Information dazu bekommen, was es mit diesen Bildern wirklich auf sich hat und was dieser ganze Müll, der auf diesen Bildern zu sehen ist, mit der Umwelt, mit uns tut. Und habe dann recht kurzerhand entschlossen, dass ich dem entgegenwirken möchte und dass ich privat versuchen möchte, keinen bis halt sehr wenig Müll zumindest zu produzieren. Ich habe drei Gründe, warum ich das unbedingt so tun möchte. Der erste Grund ist die Umwelt. In Österreich haben wir ein sehr gutes Müllabfuhrsystem. Wir geben den Müll in unsere Mistkübel, dann bringen wir den nach ein paar Tagen runter in die große Mülltonne, im Müllraum oder vors Haus. Und dann wird er irgendwann abgeholt und wir denken nicht mehr dran. Er ist weg, aus dem Augen, aus dem Sinn, was damit passiert. So schlimm kann es nicht sein, weil er liegt nicht auf der Straße. Irgendjemand kümmert sich darum, dass mein Müll entsorgt wird. Dass aber, wenn ich meinen Sackerl vor die Haustür stelle, dass das nicht das Ende meines Mülls ist, daran denken viele von uns nicht. Ich weiß, ich habe nie daran gedacht, was da mit meinem Müll passiert. Nun haben wir in Österreich Gott sei Dank eine Müllverbrennungsanlage. Es wird sich um den Müll gekümmert. Trotzdem landet immer noch sehr viel Müll, den wir produzieren, du und ich, in der Donau, landet so im Meer, verfliegt mit dem Wind. Und all dieser Müll, der vor allem aus Plastikmüll besteht, kann nicht biologisch abgebaut werden. Das heißt, er bleibt für immer auf dieser Erde. Für immer. Manche sagen, es gibt keine Ewigkeit. Plastikmüll zeigt uns, es gibt doch eine. Und während er auf unserem Planeten sich gemütlich macht, sich irgendwo ein Plätzchen sucht, die ganzen Chemikalien, die darin enthalten sind, die Weichmacher, gehen in das Grundwasser über, in die Erde über und verseuchen somit unsere Welt, langsam aber sicher. Im Zuge dessen ist natürlich auch unsere Gesundheit gefährdet durch den Müll, den wir produzieren. Das ist jetzt ein sehr schockierendes Bild, denke ich doch. Ich habe es jetzt schon so oft gesehen und trotzdem finde ich es immer noch grauslich und traurig zugleich. Das ist ein Albatrosjunge, das auf einer Insel lebt, die 2000 Meilen vom nächsten Kontinent ist. Und dort wird so viel Plastikmüll angespült, dass diese Jungen, dass die Mütter, die Väter, die die Tiere füttern, denken, dass es Futter ist und diese Jungen verhungern mit vollem Magen, weil sie Plastikmüll in sich aufnehmen. Nicht nur Tiere sind, das kann man sagen, ja gut, interessiert mich nicht, sind irgendwo, im Nirgendwo, auf irgendeiner Insel, es kann mir ja wurscht sein, was mit den Vögeln ist, kann es uns im Grunde, wenn man diese Einstellung hat, aber Plastikmüll ist nachgewiesen, dass auch unsere Gesundheit gefährdet, dass die Weichmacher, die Chemikalien, die durch die Verpackung in unser Essen gelangen, in unser Wasser gelangen, die durch das Grundwasser in unsere Nahrungsmittel eintritt, auch uns krank machen können. Und der dritte Grund, warum ich versuche, so wenig wie möglich zu produzieren, sind die Ressourcen, die dadurch natürlich verschwendet werden. Zumindest ist es in meinen Augen eine Verschwendung, wenn etwas produziert wird, nur mit dem Sinn, etwas zu verpacken und danach sowieso wieder entsorgt zu werden. Das ist für mich einfach ein Gedanke, der mir nicht ganz aufgeht. Warum will ich etwas produzieren, das danach eh wieder im Müll landet? Ist für mich nicht ein Konzept, das ich gut finde. Natürlich gibt es diverse Verpackungen, die wichtig sind, die gut sind bei medizinischen Sachen. In Krankenhäusern sind wir froh, dass die Spritzen steril verpackt sind und sich keine Krankheiten verbreiten. Aber doch gibt es sehr viel Müll, der unnötig produziert wird und sehr viele Verpackungen, die nicht notwendig sind. Gut, das sind meine Gründe. Wie kann man das jetzt aber schaffen?
Es gibt die 5 R's, die 5R-Regel, nach der man vorgehen kann, um zu versuchen, seinen Müll langsam aber doch zu eliminieren. Das erste ist, also ich lese kurz vor, Entschuldigung. Refuse, reduce, reuse, recycle and rot. Das erste Ziel ist mal zu schauen, was kann ich denn ablehnen? Was gibt es, dass ich geschenkt bekomme, dass ich auf der Straße gratis kriege, dass ich nicht brauche? Was gibt es in meinem Einkaufswagerl, was ich nicht wirklich brauche? Nur noch auf das zu reduzieren, was brauche ich denn in meinem Leben wirklich, was ist mir wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur noch Brot, Butter und Wasser daheim habe, aber zu schauen, was ist mir wichtig, worauf will ich nicht verzichten, und auch zu schauen, wie viel Unnötiges ist in unserem Leben. Wir kriegen oft, da ist ein gratis Kugelschreiber, da gibt es einen gratis Notizblock, den nehme ich mir auch mit. Man braucht immer einen Notizblock, aber braucht man ihn wirklich? Wie oft liegt er dann einfach nur im Kammerl herum und wird nicht verwendet? Also das ablehnen, was man nicht braucht. Das zweite ist, das zu reduzieren, was man braucht. Es wird uns auf Plakaten, in Werbungen, im Fernsehen gesagt, du brauchst unbedingt dieses Shampoo, weil das macht deine Haare so schön glänzend, du hast nie wieder Schuppen, alle Männer werden dir nachschauen und du brauchst diesen Rasierer, weil dann ist dein Gesicht am allerglattesten und du wirst dir jede Frau auf der Straße um den Finger wickeln können und du brauchst dieses Putzmittel, dass alle Bakterien aus deinem Badezimmer draußen sind und so wird uns immer wieder erzählt, du brauchst das, 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 das und wir geben es dir, bitte kauf's doch. Ist es wirklich so? Brauchen wir wirklich alles, was wir besitzen, was uns angeboten wird, oder gibt es doch Möglichkeiten, ein bisschen etwas zu reduzieren? Zu schauen, brauche ich wirklich 5 verschiedene Cremen in meinem Badezimmerschrank oder reicht eine? Brauche ich wirklich, obwohl mein Rasierer noch voll super ist, den neuesten, weil irgendein berühmter Formel-1-Fahrer oder was auch immer Werbung dafür macht? Einfach zu schauen, was braucht man wirklich? Als ich diesen Schritt gemacht habe, habe ich gemerkt, was ich wirklich brauche. Und ich muss sagen, es war ein unheimlich befreiendes Gefühl, nicht mehr dem ausgesetzt zu sein, dass mir andere sagen, was ich kaufen muss, sondern selbst zu entscheiden, was brauche ich denn, wirklich mal in sich zu gehen und nicht blind dem zu folgen, was einem andere sagen, dass gebraucht wird. Der nächste Schritt ist, auf wiederverwendbare Dinge umzusetzen. Das heißt, vielleicht einen auffüllbaren Coffee-to-go-Becher anstatt den man immer gratis mitbekommt und nach 5 Minuten, wenn das Getränk aufgebraucht ist, im Müll landet. Das ist eine Wasserflasche, die ich mit habe, um keine Plastikflasche kaufen zu müssen. Das ist auch einfach das Einkaufssackerl, das ich mitnehme, wenn ich weiß, ich gehe jetzt einkaufen, dann nehme ich mal den Sackerl mit, anstatt an der Kasse eines zu kaufen. Es gibt viele Möglichkeiten, auf wiederverwendbare Artikel umzusteigen. Ich werde nachher noch ein paar Beispiele dafür nennen. Manche Dinge, da kommt man nicht drum rum. Das ist mein Rasierhobel und die Rasierklinge ist halt einfach etwas, das dann trotzdem Müll ist. Aber alles, worum wir nicht drum rum kommen, sollen wir zumindest schauen, dass recycelt werden kann, dass es wieder in den Kreislauf eintritt und dass die Ressource nicht verschwendet wird, indem sie dann auf der Deponie landet, verbrannt wird oder einfach nur vor sich hin vegetiert, sondern dass die Rohstoffe, die dafür verwendet wurden, noch einmal zur Verwendung kommen und somit nicht sofort verschwendet sind. Und das dritte ist, das zu verrotten zu lassen, was nicht mehr recycelt werden kann. Ob das jetzt die Biotonne ist, die wir in der Stadt Wien haben, auch wenn das nicht zwar die einzige Möglichkeit ist, aber oft eine, die wir nicht wahrnehmen, weil die nur irgendwo immer zu finden sind. Manchmal muss man eine halbe Stunde hinspazieren. Aber sich trotzdem ein bisschen zu bemühen, dass der Biomüll auch wieder verwertet werden kann. Gut, das Erste, wo ich umstellen musste, mein Mann und ich haben gesagt, wir schmeißen jetzt nicht alles weg, sondern das, was wir noch zu Hause haben, brauchen wir auf. Und wenn etwas aufgebraucht ist, suchen wir eine Alternative. Natürlich war das Erste, was aufgebraucht ist, sind die Lebensmittel. Kaufen wir am öftesten und so mussten wir schnell überlegen, wo kriegen wir unsere Milch her, wie kriege ich mein verschiertes verpackungsfrei und wo kann ich meinen Käse kaufen. Mittlerweile schaut ein Einkauf von uns so aus, die Milch ist in einer Pfandflasche, die meisten anderen Dinge bekomme ich in meinen eigenen Sackerl und Dosen. Das heißt, mein Einkaufssackerl, ich gehe nicht mit leeren Händen los, sondern ich habe mein Einkaufssackerl, wo schon vorbereitet die Verpackung ist, die ich verwenden werde, um die Dinge nach Hause zu bringen, die ich kaufen möchte. Das sind Edelstahl-Metalldosen, wo ich Fleisch, Käse,
Feta, Tofu, was auch immer ich gerne habe, reingebe. Das sind viele einzelne Stoffsackerl, wo ich Obst, Gemüse, Trockenware einfüllen kann und somit auf die Verpackung, die mir am Markt angeboten wird, verzichten kann. Natürlich, wenn Sie jetzt an Ihr, oder wenn, darf ich du sagen? Ja, ich glaube schon. Ich tue es jetzt einfach. Wenn ihr jetzt daran denkt, dass, wenn ihr einkaufen geht im Supermarkt, ist natürlich gut, man geht und es ist alles verpackt, das ist schon klar. Selbst da kann man aber zumindest auf die kleinen Plastiksackerl bei der Obstabteilung zum Beispiel verzichten, seine eigene mitnehmen. Ich habe aber gelernt, dass ich meistens nicht die Dinge unverpackt bekomme im Supermarkt, die ich brauche und bin somit vor allem viel auf Märkten unterwegs, wo es oft auch Nüsse und Co. noch unverpackt gibt. Und ein einfaches, ich brauche aber kein Sackerl, können Sie das bitte in meine eigene Dose geben, hilft einem da sehr schnell, dass man ganz ohne Verpackung beziehungsweise mit der eigenen Verpackung, die dann wiederverwendet werden kann, einkauft. Es gibt in Wien auch unverpackt Läden, da gibt es generell so alles, was man fürs Leben braucht, reduziert natürlich, weil man reduziert sich auf das, was man wirklich braucht, unverpackt und man kann sie mit eigenen Gefäßen befüllen und mit nach Hause bringen. Nun ist natürlich das Einkaufen nicht das Einzige, wo Müll produziert wird, sondern wir haben ja auch im Alltag sehr viele Produkte, die ich vorher schon kurz angesprochen habe. Das ist